Moin Moin Leute, schön, dass ihr reinschaltet hier bei mir auf den Kanal. Willkommen, willkommen in der Chaoszentrale. Ja, was soll ich sagen? Es ist mal wieder soweit. LS22, das Projekt Map Mod Begutachtung. Letztes Mal haben wir uns den Mod angeguckt, die von Giants uns bereitgestellten Fans, das Fanpack mit dem GTA und so weiter. Ja, ich glaube, das war ganz schön. Ja? Und heute gucken wir uns natürlich mal wieder eine Map an. Ist nicht unbedingt eine Map, die unbekannt ist, aber tada! Old Stream Farm Expansion oder auf Neudeutsch, boah, was hast du für große den Rest überlasse ich eurer Fantasie. Also, The Old Stream Farm ist normalerweise eine Map gewesen, die recht übersichtlich war. Hier so, glaube ich, dieser zentrale Teil, den kann man so mehr oder weniger dafür nutzen. Und Exposition sagt es schon, es ist die Erweiterung, die Vergrößerung. Ach, ja, ich habe gerade Kopfkino, Moment. So, jetzt hier die äußeren Teile. Das ist das, was wohl eben neu ist und nicht zu knapp. Ganz ehrlich, nicht zu knapp. Ja. Okay, bevor wir weiter gucken, würde ich sagen, wir schauen mal eben schnell, was sagt uns denn der Autor dieser Map. Und ja, also wer die Leute nicht kennt, ne? Black Sheep Modding. Hast du aber wieder ein Ding rausgehauen. Ja, holla die Waldfee. Also, nice. Willkommen auf der Old Stream Farm Expedition. Der berühmte Bauernhof aus den 70ern ist wieder da. Und zwar in der Version Expedition. Mit noch mehr Ackerland und noch mehr Spaß. Ja, das sehe ich auch so. Region ist fiktiv. Europäischer Stil. Wird von Flüssen durchzogen. Ah, das seht ihr, ne? Das sieht auch lecker aus. Und ja, das ist echt so, ja. Ihr habt also im Süden eher so die Ebenen und im Norden eher so ein bisschen Hügel. Ja, das Ganze schlängelt sich quer ab durch. Ja, wir haben Dörfer dazu gekriegt. Es ist also nicht nur die ich sag mal, dieses Mini-Dorf, wenn ihr aus dem damaligen Hof rausfahrt, sondern noch ein bisschen mehr, ne? Und das Ganze sieht also wie folgt aus. 135 bebaubare Felder, also Acker und Wiesen. 11 Waldparzellen. Und ich würde sagen, das ist nicht von schlechten Eltern. Zum Beispiel hier unten der Koffer, ja? Ja, das ist mal Wald, würde ich sagen. Also für euch Baumschubser da draußen, viel Spaß. Hier bebaubare Grundstücke, 3 Bauernhäuser, ein Händler, Produktionsgebiete, Viehmarkt und ihr habt 3 Eisenbahnsilos auf der Map verbaut. Ja, und das Schwatte hier ist die Eisenbahn und hier seht ihr die Lokomotiv, ja, die ist auch unterwegs. Okay, den Rest lest ihr euch mal selber durch, wie gesagt. Das Ganze von Black Sheep Modding und es ist plattformübergreifend. Das heißt, die Leute für PlayStation, Xbox und Co. können sich genauso darüber freuen, das Ding zu zocken. Und ja, ich würde sagen, das ist so, wie der Paddy immer sagt, genau das brauchen wir. Ja, weil er ist ein PlayStation LS-Zocker. Vor den Herren und
Er liebt es natürlich, wenn das alles Crossplay ist, ja. Finde ich auch nicht schlecht. Der ein oder andere, wenn ihr eben nur mit so einer Map spielt, ohne weitere großartige Mods, hat auch derjenige, der eine PS4 oder 5 oder was auch immer, wo das Ding läuft, die Chance mitzuzocken. Ja. Und das finde ich nicht schlecht. So, ich denke, der ein oder andere kennt den Starthof. Ne? Ist vielleicht nichts Neues. Ansonsten für alle, die das nicht kennen. Das Ding ist, so wie der Name eben Programm, old. Ja, ist es schön schmutzig, ist es alt, ist es gebraucht. Und genau das ist so mein Favorite. Ja, ich will ja keinen Hof, der gerade erst neu gebaut wurde, sondern ich will einen Hof, der schon Jahrzehnte in Benutzung ist. Ja, generationsfortführend oder wie auch immer ihr das anpacken wollt. Okay, und dann seht ihr schon auch im ja, den Höhenunterschied, ne? Da geradeaus von den Feldern ist also die Map nicht nur für klein Maschinen, sondern wenn ihr Felder habt mit solchen Höhensteigungen wie man blicke forward, also geradeaus, dann braucht ihr auch ein bisschen Leistung. Das Ganze kann ich euch nur empfehlen, spielt mit Real Mods, dann habt ihr auch auf jeden Fall Spaß dran, wenn euer 50 PS Schlepper den grober den Hügel da nicht mehr hochzieht. Sondern ihr tatsächlich umschwenken müsst auf einen 100 oder 150 PS Schlepper. Okay? Ist nur so ein Tipp. Probiert das aus. Ja, ich finde es immer geil, auch die Maschinen an die Grenzen zu bringen. Ja. Wenn ich also einen Tiefgrubber oder einen Tiefschankgrubber habe, der 160 PS deklariert, ja, dann werde ich den wahrscheinlich auch mit meinem Case IRC 143 PS einfach mal ausprobieren, ob er den Eumel auch so einen Hügel da hochzieht. Ja, aber dann vielleicht eben nicht mit 10 km/h, sondern vielleicht nur mit 7 oder 6. Das müsst ihr euch bewusst sein. Ansonsten, genau, ihr seht, es ist echt Expansion. Ja, genau. Und das hier, I love it, ne? Wisst ihr, was an das an mich erinnert? Ich bin früher sehr viel ins Weserbergland gefahren. Auch als kleiner Bub schon. Und ich habe mich immer gewundert, warum auf den Strommasten solche komischen Kugeln hängen. Und meine verehrten Eltern, ja, hatten nichts anderes im Kopf, als mich jung verarschen zu wollen. Und mir gesagt, naja, überleg mal, hier im Weserbergland in der Gegend gab es einen Baron und der hieß Baron Münchhausen. Der berühmte Baron Münchhausen sagte, dass er auf diesen Kugeln Kanonenkugeln geritten wäre. Und ich fand das ganz faszinierend. Ja, bis man mir natürlich dann die Wahrheit sagte. Ich enttäuscht war. Dass diese Geschichte nur Fake ist. Also, kein Fake ist diese Map. Und hier habt ihr zum Beispiel ein wunderbar schönes Dorf hier mit der alten Kirche. Unter uns hier ein kleiner Marktplatz. Wirklich, wirklich geil gemacht. Ja. Da auch noch so, ich sag mal, Höfe. Und ehemalige Höfe, die alle mit irgendwo eingebunden sind, ne? Denn hier ist zum Beispiel, ne, der ein oder andere wird sich bestimmt an das Gebäude erinnern, weil das ist ein Originalgebäude. Ja, ja, genau, das ist die Weintraubenverarbeitungsbude, ja? So, dann habt ihr hier zum Beispiel so ein Gehöft, ja? Könnt ihr übrigens, glaube ich, auch kaufen.
Können wir ja gerne mal reingucken. Wir sind hier. Ah, ich scroll mal richtig rein. Hier sind wir jetzt. Das ist die 74. Könnt ihr erwerben. Und das Ganze hier ist ein Hof und zwar für Pferde. Ah, das seht ihr, ne? Das ist ein umgebauter Pferdestall. Und hier draußen ist die Pferdekoppel. Ja, hier können die Pferdchen sich frei bewegen. Und sowas werdet ihr auf dieser Map recht viel entdecken. Unter anderem eben auch hier Eisenbahn. Ne? Hier ist eines dieser Silos. Ihr habt hier tolle Bahnübergänge und eben, wie erwähnt, die Flüsse, die sich eben durch die Map auch schlängeln. Ja, und wirklich, wirklich hübsch gemacht. Ja. Kann ich nicht anders sagen. Immer wieder diese tollen Brückenübergänge. Einmal für hier die Hauptstraße und dann auch hier für den sogenannten landwirtschaftlichen oder Betriebsweg. Dann hier unter durchgeführt, sodass ihr eben auch zu den Feldern kommt. Hier hoch und dann auch in eure Waldgebiete. Ja. Nicht zu unterschätzen. Hier ist übrigens etwas, das verstehe ich nicht so ganz. Es kann sein, dass es bei mir beim Laden einen Fehler oder was gab. Das Ganze, hier sind nämlich noch Zuckerrüben. Soll das ein Baugrundstück sein? Also wenn, ist es brutal uneben. Ja, also da müsste man ganz schön noch was drehen, damit man eben hier auch größere Gebäude hinsetzen kann. Ja, oder ist es ein Acker? Weil, ganz ehrlich, es ist... ich scroll mal wieder raus. Es ist nicht so richtig zu erkennen, ja. Selbst wenn ich jetzt hier das Gras... Ach, übrigens, Luzerne habt ihr drin, ne? Wenn ich das Gras einschalte, seht ihr, es ist kein Gras, ja. Und es hat auch irgendwie keinerlei Wachstum und nichts, ne. Das hier ist natürlich Wald, aber das hier... Ich weiß es nicht. Was soll das sein? Baugrundstück, ja. Okay. Ich würde es tatsächlich mit dem Flug nochmal anfassen. Einmal umflügen, ja, damit alles eben ist. Oder nee, also dieser kleine Fehler hier, dass da wegkommt, ne? Da sind Zuckerrüben. Dass das wegkommt und dann vielleicht vernünftig platt machen und so weiter. Was schön ist, durchzogen der Teil hier eben durch diese Autobahn, ja, und eben dieses neue Gebiet, was hier dann eben entstanden ist, durch die sogenannte Expansion, ja, seht ihr hier, ne, und das ist wirklich nice gemacht, ja. Wir gehen einmal rüber, damit ihr seht, was alles so dazugekommen ist, hier unter anderem halt auch wieder Gebiete oder Gelände, wo ihr euch ein bisschen verwirklichen könnt. Ja. Und ihr seht eben dann hier schön das Dorf nochmal gezogen. Ihr habt da zum Beispiel eine weitere Weintraubenverarbeitungsbude. Ja. Würde ich fast behaupten, oder? Ach nee, das ist eine Pommesfabrik. Ach, Gottes Willen. War ich vorhin falsch? Gab's vorhin auch eine Pommesfabrik? Moment. Das ist ja Getreide. Wir waren hier irgendwo in der City, ne? Bäckerei. Da. Molkerei. Restaurant. Schneiderei. Da. Spinnerei. Nee, doch. Das war die Traubenverarbeitung. Okay. Aber das Gebäude ist doch von der Traubenverarbeitung. Nee, ist Pommesbude. Alles klar. Also, Pommesfabrik, ne? So, und guck mal, dann schlängelt sich hier so schön der Feldweg hier
hier runter, ne? Und auch so ein bisschen so Serpentinen, so. Ja, das sieht schon gut aus. Das hat er schon gut gemacht hier. Naja, gut, wollen wir ganz ehrlich sagen, Black Sheep Modding ist nicht erst seit gestern in der Szene. Die wissen, was sie da machen. Und oder ist das nur einer? Boah, Alter, tretet mich. Aber ich, nee, ich glaube, das ist ein Team, ne? Und ja, hier Tankstelle. Ach, Viehhandel hier. Ihr könnt so viel entdecken. Und ich glaube, das macht ihr auch am besten ohne mich groß. Ich will nicht so viel spoilern immer. Aber ich kann nicht anders. Ja, ich muss solche Ecken. Ich muss das einfach sehen. Dann kriege ich Gänsehaut, ne? Dann kriege ich. Wie sagt man so schön? Ich plack. Oh Moment, das ist, wenn man negativ ist, ne? Wenn einer sagt, ich krieg Plack, ne? Dann findet der Scheiße, oder? Dann krieg ich natürlich keinen Plack, ne? Krieg ich halt den Nippel. Oder wie jeder was. So, und da habt ihr hier in der Ecke und ich zeige euch das. Wir sind dann hier unten schon, ne? Ne, Moment, wo sind wir denn? Da, hier unten in der Ecke. Und auch da habt ihr wieder einen Hof, ja. Und das ist so ein bisschen die Gebäude. Die hat er jetzt dreimal oder so verwendet. Für Höfe, die ihr eben kaufen könnt. Und da wollen wir ehrlich sein, könnt ihr euch selber hier noch ein bisschen austoben. Ne? Ich glaube, das ist ein Kuhstall. Nein. Das ist, ja, seht ihr das? Eine Halle. Nö, Leute, das ist ein Hühnerstall. Genau, das ist ein großer Hühnerstall. Ich habe die Eier gesehen. Da hinten. Das Foto. Ah, dann ist das der Hühnerhof. Okay. Ist das denn im Norden hier? Oder was? Ist das Schweinehof? Nee, wo war der denn? Hier oder was, ne? Okay, das könnt ihr aber auch selber testen, ne? Indem ihr das einfach mal kauft. Und ja, jetzt gehen wir mal geradeaus. Denn hier, die 70, ist hier ein weiteres Grundstück. Seht ihr das? Ein weiteres Baugrundstück, gehe ich mal stark von aus. Und mitten auf so einer Wiese. Könnte man das ein oder andere... Weiß ich nicht. Was könnte man da bauen? Schafstall. Ja, könnte man. Aber das überlasse ich natürlich euch. So, dann noch schnell zur BGA gehüpft, weil ich muss ganz ehrlich sagen, die tut's mal richtig. Wenn ihr nämlich so schön hier mit dem Schlepper ankommt, ja, und dann habt ihr da Biogas Land, ja, und dann geht hier die Einfahrt schon mal schön über die Waage, toll integriert. Hier habt ihr euren Trigger, ja. Hier könnt ihr die Gülle reinhauen. Und hier könnt ihr abholen. Gärresse. Ja. Deswegen achtet drauf, mit was für Fahrzeugen ihr das alles macht. Ihr habt ein bisschen Unterstellmöglichkeiten. Und dann könnt ihr hier runterfahren. Guckt mal, ihr habt da schön zwei Silos. Ah, das finde ich geil gemacht. Ja, auf zwei Ebenen. Ja, und dann ist hier die Ausfahrt. Ja. Auch schön über die Waage. Ne? Rein, Messung, raus, Messung, Differenz, Zahlbetrag. Also kann man das machen. Ne? Also wirklich toll. Und dann hier eben auch so mit dem Fluss, der sich so teilt, weil da eben so eine Insel ist, wo die Bäume draufstehen und ach, lecker. Also kommen wir mal zum Schluss, weil wir haben jetzt fast 20 Minuten Video. Dann würdest du die Map spielen? Ja, würde ich. Definitiv. Ich finde sie sehr, sehr groß. Ich glaube, für mich
ist es so, ich würde mich verfahren wieder. wie so oft auf großen Karten. Ich würde ein Projekt hier echt starten. Und ich würde tatsächlich hier, also wenn das hier so eine Truppe spielen würde, diese Map, mit richtigen schönen Mods und real, vor allen Dingen real Mods und ein bisschen oldiehaft und Leute, da darf auch gerne mal ein 39 Vario zwischen sein. Da darf auch ganz gerne mal was Modernes mit drin sein. Brauchen wir gar nicht drüber diskutieren. Allein die Fahrwege bringen das auf den Punkt, dass du eben auch mal einen Schlepper brauchst, der 60 läuft. Ja. Aber nichtsdestotrotz, ja, ich glaube, da hätte ich Bock drauf. Alleine, ihr seht's, ne? Es ist ein ganz schöner Schlag an Map. Okay. Aber nichtsdestotrotz, ja, ich würde sie zocken. Mir gefällt sie. Und das Ding hier hat locker 4,5 Sterne von mir. Knapp an der Grenze von 5. Weil es gibt immer was. Irgendwo. Was die 5 nicht ganz ausmacht. Aber wir kratzen ganz nah dran. Ehrlich, real. Und ich will aber das nicht sagen, weil das ist so mein Ding, ja? Wo ich Schmerzen mit habe, was ich vielleicht auch anders machen würde. Aber nichtsdestotrotz viel Spaß für alle, die auf der Map spielen, kann ich nur sagen. Und Black Cheap Modding, that's a great map. Really, 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 really nice. Thanks. Okay, liebe Leute, danke, dass ihr dran geblieben seid. Bis zum Schluss vielleicht auch geguckt habt. Lasst einen Daumen da, lasst einen Kommentar da. Abo nicht vergessen, wenn ihr nichts verpassen wollt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Ich glaube, da wird es wieder einen Mod geben. Regie haben wir da irgendwie? Ja. Ich glaube, es wird einen Mod geben. Also lasst euch überraschen. Bis dahin. Ciao. Ciao.